Hi, ich bin Astrid, bin Home-Story-Traderin und heute am 23. Februar 2018 hier auf dem Börsenparkett beim Frauen-Event. So, und von da euch aus möchte ich euch einen ganz kleinen Eindruck einfach mal geben. Und ja, es ist äußerst interessant, hier mal zu stehen, zu gucken, wie hier gehandelt wird, was gemacht wird und dass eben einfach ganz, ganz viel auch über Computer läuft und hier auf dem Parkett ganz wenig Leute sind. Ja, machen wir vielleicht noch mal einen kurzen Rundblick, wie es hier so ist. Also man sieht jetzt hier zum Beispiel den Bereich, in dem die Spezialisten sitzen, die einfach die einzelnen Werte handeln. Interessant ist, dass nur 5% deutsche Titel hier gehandelt werden und der Rest einfach ausländische sind. Hier sieht man den blauen Börsenbullen auf dem Monitor sitzen. Ja, ich hoffe, das gibt euch einen kleinen Einblick und ist einfach mal interessant, so wie ich es auch interessant finde. Vorne zwei hinten dran. Und der ist ja permanent auf die Schluss geflogen, weil es verkehrt war, bleibt. Dann ist einer mit so einem Motorkart, Motor-Go-Kart, kennst du schon, umgefahren, machst du auch kastriert. Also, das ist der Christian Schlegel, der hier selber mal gearbeitet hat und uns heute ein bisschen was hier beim Frauen-Event über... Da unten ist so eine Kabine, ja, und die gehen also bis zu 40 Meter hinten rein. Da waren die ganzen Abwicklungsdamen und Herren und die haben natürlich nie was angekommen. Und dann sind wir auch da reingegangen, da kamen wir dann auch. Das war wirklich schön, face-to-face. Ja. Nicht mehr, wer hat den schnellsten Finger, wer hat den schnellsten Algo, wer hat den schnellsten Algo, so face to face. Wenn da mal ein Fehler war, hat dann einer ausgelassen. Das war gut so. Und das ist hier, also 1990, also ich habe angefangen 1987 und das fehlt mir. Das glaube ich. Viele arbeiten heute. Wieso? Ich jetzt vielleicht 200? Boah. Das hat den Flair verloren. Das ist eigentlich nur noch die Kamera. Wenn die da oben nicht wären, ja, das ist doch nicht. Okay. Das war was. Nee, es war wirklich schön. Es war wirklich familiär, muss ich sagen. Also das ist Christian Schlegel, der selber hier mal gearbeitet hat und uns jetzt gerade im Frauen-Event ein bisschen was darüber erzählt. Also das, was wir als Gigaset im Haus haben, das war damals, die ging nicht weit, die hatten 40 Meter Reichweite. Deswegen musste man überall versuchen, eine Antenne zu öffnen. Mhm. Unten hängen noch welche. Unten in den Ding drin. Ja, ab und zu sieht man sowas noch. Ich kann es vielleicht zeigen, wenn die Treppe runtergeht. Cool. Ja, die hängen noch drin. Genau, und wenn Sie jetzt hier durchlaufen, werden Sie auch überall links und rechts noch diese kleinen Kabinen sehen. Manchmal ist es auch wirklich nur noch ein leerer Raum, manchmal stehen dann irgendwelche Sachen zum Lagern drin oder Sie sehen auch noch oben die verschiedenen Banken, die da noch ihren Namen draufgeklebt haben. Werden aber so natürlich nicht mehr gebraucht. Hier sieht man dann auch, der Rentenhandelssaal, also hier werden jetzt auch nur Anleihen drauf. So sah es auch früher auch mal auf dem Parkett aus. Also das Parkett sieht erst seit 2006, 2007 so aus, wie es jetzt aussieht für den weißen Modell. Vorher standen auch diese roten Maklerschranken dort unten. So. Noch ein Eindruck mit bewegten Bildern hier von Frankfurt. Von unserem Rückweg zur OBX, wo uns drei hochkarätige Vorträge und ein sehr leckeres Abendessen erwarteten. Also, das war jetzt der Eindruck und ich wünsche euch alles Gute. Das war
ein ganz klasse Trading Master Event. Ich sage danke an das Trading Master Team, danke an die Comdirect, danke an die UBS und an die Börse Frankfurt. Und denkt dran, liked das Video bzw. liked meinen Kanal und bekommt mit, welche Trades ich jetzt noch in den letzten Tagen, Wochen der Trading Masters mache. Und alles, alles Liebe und viel Erfolg euch. Tschüss!